Funktioniert. Hallo ihr Lieben, tut mir leid, dass ich wieder mal ein iPad-Video mache. Das DSL ist immer noch nicht da und mittlerweile wird das so Farce, naja, die auf Facebook sind, wissen es, die verstrubbeln immer unseren Auftrag oder dann geht das nicht und dann rufen die bei uns an und fragen, ob sie den Baum, ob sie den Baum der Nachbarn fällen können. Und ich war so blöd, dann zu sagen, müssen sie die Nachbarn fragen. Scheiße, warum habe ich nicht einfach Ja gesagt? Ich meine, wenn die bei mir anrufen, dann kann ich doch Ja sagen. Ich meine, zack, Ding ab, ist mir doch egal, müssen die doch mal gehen klären. Naja, auf jeden Fall wollte ich zwei Sachen machen heute und muss mich relativ kurz fassen, sonst kriege ich das iPad das wieder nicht hochgeladen. Einerseits möchte ich euch sagen, welche Herausforderung ich mir selbst gestellt habe und warum. Das ist ein wichtiger Teil des Videos und ich möchte euch ein paar neue Sachen zeigen, also ein bisschen Schminki. Ich fange mit der Herausforderung an, damit die, die Schminki nicht mögen, dann abschalten können. Und zwar, ja, wo fange ich denn an? Sag mal, wo ich anfange. Am besten hier. Und zwar sieht es ja so aus, ich habe diese Schlank im Schlaf Fusion gemacht und der Plan steht jetzt auch online für die VIPs und kommt am 28. Ist das heute? Nö, ich habe keine Ahnung. Kommt am 28. dann auch für die Buchbesitzer raus und ich muss jetzt aufhören, es sind 2 Wochen rum und ich reagiere zu stark auf diesen ganzen Sondermüll, den ich da essen muss. Ich habe Pickel davon gekriegt, ein bisschen sieht man sie noch. Ich habe aber Bilder davon im Blog reingemacht, weil ich habe nie Pickel. Das ist echt, also klar, jeder hat mal so eine kleine Unreinheit, aber sowas hatte ich sonst noch nie. Nur früher, wo ich halt 262,5 Kilo gewogen habe, da hatte ich schon öfter mal solche, ja, Pickel. Ich denke, Allergien auf das schlechte Essen, was ich damals gegessen habe, wie Brötchen und Nudeln und Reis und so eine Scheiße. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann nur Pickel und jetzt sind meine Fingernägel total brüchig geworden, das auch noch. Ich meine, die Männer unter euch werden sagen, was ist denn das für ein Thema, ist mir doch egal. Aber das ist echt ein wichtiges Thema, weil die Fingernägel sollten normal fest sein und nicht gespalten. Und wenn sie das doch sind, dann heißt das, es stimmt etwas im Körper nicht. Ausgenommen davon, du hast vielleicht im Garten gearbeitet und per Hand lauter Kieselsteine hin und her befördert, dann kann das mal mechanische Abnutzung sein. Aber ansonsten heißt das, wenn die Fingernägel dünn, schwach, splitterig und brüchig sind, dann stimmt was nicht mit der Ernährung. Und es stimmt ja auch was nicht, weil ich esse diese ganze Brötchen- und Zuckerscheiße, die morgens da angesagt ist. Und das kann ich nicht mehr. Das kann ich einfach nicht mehr. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, Anne, weißt du was, setze dich hin, schreibst du den Plan für den Bikini-Special, also den Ernährungsplan, den wir für April und Mai vorgesehen haben. Das ist ein 8-Wochen-Plan. Und fängst damit schon an. Und dann habe ich gedacht, hey, weißt du was, es ist Fastenzeit. Ich möchte jetzt aber nicht fasten, schließlich habe ich diese Brötchenscheiße alles gegessen, um den Stoffwechsel anzuregen und das funktioniert super. Weil ich habe echt viele Zentimeter innerhalb der 2 Wochen von den Hüften gekriegt, von vor allen Dingen unter der Brust, weil da kann ich es halt noch messen, da ist nicht so viel Wolldecke. Und an den Oberschenkeln ist was weggegangen, an den Armen. Habe ich euch ja im Blog erzählt, deshalb fand ich es auch total toll und ich möchte, dass ihr auch diesen Erfolg habt. Und ich laber und laber und laber. Tut mir leid. Ich bin noch nicht so richtig wach. Ich bin gerade aufgestanden, habe mich ein bisschen geschminkt. Und dann geht's ab ans Video, weil ich heute so viel zu tun habe. Um 13 Uhr ist ja noch eine Veranstaltung für die VIPs. Und ich muss noch die Website fertig machen und bla bla bla. Naja, wie auch immer. Die Herausforderung ist hardcore. Ich schreibe dazu auch noch was im Blog. Und zwar werde ich in den nächsten Wochen dann auf ganz verschiedene Dinge verzichten. Zum Beispiel auf Schokolade, abgesehen von ab und zu kleine Portionen von mindestens 70%iger Schokolade. De facto esse ich mal die 99%ige von Lindt. Ich finde, die schmeckt so extra pervers. Und da brauchst du so eine Mikrobenportion und du bist fertig mit der Sache. Und ich esse ansonsten auch keine anderen Süßigkeiten. Ich möchte keinen Kuchen essen, den jemand anders gebacken hat, der Getreide und oder richtigen Zucker enthält. Ich werde also, wenn ich was Süßes will am Schlemmtag, mir das selbst machen müssen, aus glutenfreien und zuckerfreien Lebensmitteln. Das ist kein Problem, ihr wisst das. Alle, die bei uns im System drin sind und auch alle anderen, glaube ich, mittlerweile von überall wissen, man kann ohne Getreide und ohne Zucker leckere Sachen machen. Und
Was denn noch nicht? Ach ja, keine weiterverarbeitete Wurst werde ich essen. Das heißt, solche ja, Gummiwürste wie Formfleisch, Mortadella, Gesichtswurst. Gesichtswurst, da fällt mir ein. Ich habe jetzt ja neuerdings wieder Zugriff auf den Fernseher und habe den einen Tag etwas geguckt, das heißt die Wollnis. Und die waren da im Urlaub in der Türkei und haben total die Krisen gekriegt, weil es da keine Gesichtswurst gab. Und ich erinnere mich an Gesichtswurst. Gesichtswurst ist doch bloß eine scheißenblöde Nutella. Nutella. Oh, Nutella esse ich auch nicht übrigens. Eine scheißenblöde Mortadella, die ein Gesicht drauf hat. Das schmeckt doch wie alles andere auch. Naja, egal. Was denn noch nicht? Ich werde mich auf 2 Tassen Kaffee am Tag begrenzen, weil 2 Tassen Kaffee am Tag sind nachweislich gesund. Mehr ist nicht nötig. Und ich esse keinen Rohmilchkäse. Und was noch nicht? Ja, ganz schön viel. Ich schreibe das in meinem Blog. Ich kriege das jetzt irgendwie nicht zusammen. Ich bin so richtig platt. Ich weiß nicht. Dabei bin ich früh ins Bett gegangen. Aber ich habe viel mit dem Hund rumgewurschtelt gestern. Und, oh, weißt du, was die gemacht hat? Ich war mit der spazieren und da hat die sich auf dem Feld in der Jauche gewälzt. Da musste ich den Hund gestern baden. Sie lässt sich das mittlerweile gefallen, weil die weiß, wenn die Alte das will, dann geht da kein Weg dran vorbei. Aber der Hund stinkt danach ja fast noch schlimmer wie mit der Jauche. Aber okay, die Jauche macht wenigstens nicht meine Couch dreckig, ne? Also, doch tut sie. Die Jauche macht meine Couch dreckig. Der Hunde, ich habe gebadet, Geruch nicht. Ich meine, ihr kennt das bestimmt, nasser Hund. Riecht nicht so gut. Oh, ich rede mich um Kopf und Kragen. 6 Minuten 44, tue ich euch das schon an. Tut mir total leid. Naja, vielleicht möchtet ihr selber euch auch eine Ernährungsherausforderung für die nächsten 6 Wochen stellen, weil es ja diese christliche Fastenzeit ist an sich. Und wer will, kann auch einfach mal mit fasten, indem er auf irgendetwas verzichtet, was er mag. Also wie in meinem Fall halt auf so viele Sachen, das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Es sei denn, ihr seid euch sicher, dass ihr das schaffen könnt. Ihr wollt ja einen Erfolg. Sondern es kann auch sein, dass ihr sagt, ich möchte nur auf Zucker verzichten oder ich möchte nur auf Schokolade verzichten. Sucht euch einfach mal was aus und das wird dann gemacht. Ach ja, ein Teil meiner Herausforderung ist übrigens, ich werde mir jetzt einen Crosstrainer kaufen, der kommt in 10 Tagen ungefähr und ich gucke ja maximal 1 Stunde Fernsehen am Tag, wo ich jetzt einen Fernseher habe, damit ich nicht irgendwie doof im Gehirn werde, wenn ich mehr gucke. Und in der Zeit möchte ich dann mich auf jeden Fall ein bisschen sportlich zeigen wollen. Das ist auch eine Herausforderung, weil ich finde nur so dahin vegetieren vor der ollen Kiste, das ist einfach nicht nötig, das ist Lebenszeitverschwendung. Also für mich, wenn das jemand tut, no offense, kann jeder machen, wie er will. Nur für mich ist es halt Lebenszeitverschwendung, weil ich möchte noch ein paar Kilo weg haben, ich möchte dann die Hautentfernung haben und von nichts kommt nichts, weißt du Bescheid. Sahnetorte fressend auf der Couch rumlümmeln und Fernseh gucken, macht Fett nicht schlank, deshalb muss ich das lassen, obwohl ich das doch auch ziemlich gerne mache. So, jetzt noch die Kleinigkeit. Eigentlich sind es hauptsächlich Nagellacke, die ich mir gekauft habe. Und zwar so viele. Das ist unglaublich. Angefangen hat das mit einem, den muss ich euch zeigen. Und zwar gibt es auch jetzt von Catrice diese Le Mal oder Le Mail, keine Ahnung. Also diese LE, die so ein bisschen männlich angehaucht sein soll. Was auch immer so richtig männlich an Schminke ist. Aber so whatever. Es begann mit diesem Isen. Dieses Hellblau hat mich angesprochen, obwohl ich eigentlich nicht so auf künstlichere Farben für die Nägel stehe, sondern meistens so Nude oder hier sowas Peachiges, das habe ich mir auch gekauft. Diese Farbe ist übrigens ganz normal in der Kollektion, die heißt Salmon and Garfunkel, also Lachs und Garfunkel, fand ich gut. Und ich finde, es ist eine schöne Alternative zu Nude. Den Swatch, einerseits trage ich ihn hier, aber ich habe heute noch nichts getrunken, guck mal, ich sehe aus, ah, so richtig schrumpelig. Ich bin erst aufgestanden, also nicht meckern. So sieht der auf dem Nailwheel aus. Habt ihr schon mal versucht, eine Farbe von dem Nailwheel abzukriegen mit dem Nagellackentferner? Ich dachte, das Ding britzelt weg. Ist das nicht vorgesehen? Ich bin da sozusagen sowas wie ein Neuanfänger. Na gut, das ist jetzt eben diese Farbe, aber die blaue muss ich euch mal zeigen, weil ich habe die jetzt auf meinen Fingernägeln mit Überlack, dann glänzt die wieder. Aber guck mal, die, ist so, die hat so einen ganz matten Glanz. Kennt ihr diese Autos, die diesen Mattlack haben? So sieht dieser Lack aus und das fand ich so geil. In Nude habe ich mir den dann noch ergattern können. Das war der letzte. Das war der allerletzte. Das sieht so aus und das sieht auf dem Fingernagel auch so schön aus. Hier ist Lack drüber.
weil ich ja im Moment splitternde Fingernägel habe, muss das sein, sonst bleibt es nicht dran. Und ich musste mir den auch noch in Grau kaufen. Ich habe den für euch auf dem Ding hier auch geswatcht. Guck mal hier, ist das nicht geil? Ein Auto in der Farbe wäre doch wohl voll Porno. Ja, weitere Swatches, alles im Blog, wisst ihr ja Bescheid. Und dann habe ich mir was gekauft. Das ist Mobbing. Ich hoffe, das ist gut. Und zwar ist das von Essence Studio Nails. Ein Nagelverdicker, speziell gegen dünne, brüchige Nägel. Weil ich habe jetzt dünne, brüchige Nägel dank dieser Brötchen-Scheiße. Ja. Und dann noch eine Knallerfarbe, die muss ich euch zeigen, von Uma. Hat, glaube ich, auch nur 1,79 oder so gekostet. Und ich weiß gar nicht, ob ich es tragen werde, aber ich finde, es sieht super geil aus. Hier ist es. Hammer, oder? Hammer, Hammer, Hammer. Ich bin Make-up-süchtig, ich gebe es zu. 10 Minuten 50, okay. Da geht noch ein Momentchen. Absoluter Traum. Dabei dachte ich, ich brauche gar nichts, als ich den Tag im Müller war. Weißt du Bescheid? Ist der Blush von der Marble Mania LE von Essence. Ich habe mir den erstmal im Aufsteller, dachte ich, oh, na ja, wieder eine neue LE. Weil oft ist in letzter Zeit nichts für mich dabei, was mich anspricht, weil ich doch so ein Kryolan-Fan bin. Aber gut, dann dachte ich, kannst du ja mal swatchen. Und dann habe ich, kannst du ja mal swatchen. Ja, scheiße, wirst du bei dem, obwohl, doch, man sieht es schon ein bisschen. Und hallo, Kamera. Guck mal, es ist ein ganz, ganz sanftes Rouge, nicht so stark. Ich habe es ja auch auf dem Gesicht. Und es ist so, für alle, die diese Rose Gold Blushes lieben, ist das ein Must-Have. Und es sind nur 3 verdämlichte Dinger in diesem Aufsteller drin. Also husch husch in den Laden, wenn du noch einen willst. Ich glaube, das Ding ist echt, also mich hat es total angesprochen. Und das ist sehr merkwürdig, weil ich bin kein Oberblush-Fetischist. Ich liebe am liebsten meine Sleek Blushes. Und werde mir von Kryolan noch ein paar holen, weil die in meinen, in das Ding, wo die ganzen Lidschatten drin sind, reinpassen. Und ich noch so ein paar bestimmte Farben brauche zum Modellieren, die halt matt sind. Dann kommen noch 3 Teile und dann haben wir es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Okay, erstes Teil, das habe ich eigentlich schon vor einer längeren Zeit gekauft. Das ist ein Eyeliner von Catrice. Und zwar ist das so ein Filzstift. Stehe ich eigentlich ja nicht so drauf, aber der war halt dunkelgrün. Das hat mich angemacht. Und guck mal, der macht tatsächlich, also der ist richtig nass und so. Und damit komme ich einigermaßen zurecht. Weil Lidstrich ist immer noch so eine Sache, manchmal klappt es nicht. Das ist schon mal was, weil früher sah ich nach einem Lidstrich immer aus wie Chucky, die Horrorpuppe. Und das kommt jetzt nur so jedes zweite Mal vor. Die anderen beiden Sachen, die ich bei Schlecker gekauft, das sind genau, also sehr ähnliche Sachen. Das sind 2 Lippenstifte. Und zwar sind die von Rimmel. Schlecker verkauft die ab. Das sind Long-Lasting Lip Color oder so. Ich hatte letztens einen gekauft, den Birthday Suit. Den kann ich euch auch nochmal zeigen. Und die sind auf 2,99 reduziert. Deshalb hatte ich mir letztes Mal den einen gekauft. Ich zeige euch den erstmal, den ich zuerst gekauft hatte. Das ist dieser hier. Und der heißt, Nude Pink. Und ich fand das total schön. Guck mal. Und habe es dann getragen und es hält echt lange. Und es trägt sich angenehm. Deshalb dachte ich, ach komm, hol dir noch ein paar Farben, die dir gefallen. Und darunter sind jetzt eben Asia, das ist die 040. Das ist der Swatch. So sieht er aus, der gute. Und Birthday Suit, das ist 121. Wir sehen so aus. Man sieht es ganz unauffällig, die Mutti steht ein bisschen auf Nude. Bisschen. Aber ich finde, es steht mir auch gut. Okay, das sind die neuen Lippenstifte und ich kann die empfehlen. Ich weiß nicht, ob euer Schlecker die Sachen auch abverkauft, aber die sind, glaube ich, von 6,99 auf 2,99 und wenn ich da nächstes Mal hingehe, will ich doch noch den in Purple, wenn der noch da ist. Wenn der noch da ist. So, jetzt zeige ich euch noch schnell mein Eye of the Day. So, fertig gezeigt. Ich habe heute viel mit Pink und Gold geschminkt. Ich werde das ins Blog schreiben. Weil wenn das Video länger ist als 15 Minuten, will das iPad das nicht hochladen. Warum, weiß ich nicht, weil ich eigentlich eine Stunde hochladen könnte laut YouTube. Okay, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns heute Nachmittag. Bye, bye. Tut mir leid, dass ich so viel gelabert habe.